Ja, wir haben alles richtig gemacht. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint. Wir sind am ersten Block der Redner angelangt. Und auf der Bühne darf ich Halina Wawrzyniak, ich hoffe, dass ich das jetzt auswendig richtig gesagt habe, begrüßen. Sie ist die netzpolitische, rechtspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linken im Bundestag. Und sie wird uns einiges davon erzählen, inwieweit die Linken die Legalisierung des Supermaterials Hanf Schritte eingeleitet haben. Also, Halina, bitte auf die Bühne. Ja, hallo? Ach, bin ich nur. Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen. Also, Halina. Hallo. Hallo. Ich bin nicht nur Abgeordnete, sondern ich bin auch Rechtsanwältin. Und vor diesem Hintergrund will ich ein bisschen was über Kriminalpolitik sagen, weil es heißt, Cannabis ist gefährlich. Es heißt auch, Cannabis könne abhängig machen. Und deswegen müsse Cannabis verboten werden, heißt es. Aber Alkohol, Zigaretten sind auch gefährlich. Auch Alkohol und Zigaretten können abhängig machen. Und wir alle wissen, ob eine Droge gefährlich ist oder nicht. Das ist abhängig von der Menge und das ist abhängig von dem Umfeld, in dem man konsumiert. Und deshalb sagen wir als Linke ganz deutlich, es gibt überhaupt keinen Grund, nicht einen einzigen Grund, Cannabis weiter zu verbieten. Das Betäubungsmittelgesetz, was es gibt, das stellt es immer noch unter Verbot. Und wenn man sich das genau anguckt, dann stellt man fest, das Verbot bringt viel mehr Probleme, als eine Legalisierung bringen würde. Die Erfahrungen zeigen, es gibt nicht mehr Konsum, es gibt nicht mehr Abhängige. Das ist alles mit Verlaub Bullshit. Und so haben, und das finde ich ziemlich interessant, 122 Strafrechtsprofessoren den Bundestag aufgefordert, das Betäubungsmittelgesetz zu überprüfen. Die Strafrechtsprofessoren weisen darauf hin, dass die Kriminalisierung die Probleme bringt, dass die Schattenwirtschaft die Probleme bringt, dass es Folgekriminalität gibt. Und deswegen muss immer wieder gesagt werden, das Verbot schafft die Probleme, nicht die Legalisierung. Und deswegen sind solche Veranstaltungen wie die hier wichtig. Natürlich kann man jetzt auch eine Enquete einsetzen, die das Ganze nochmal überprüft und das Betäubungsmittelgesetz auf Vorteile und Nachteile überprüft. Aber ich glaube, das alles hilft nicht. Wir müssen auf die Straße, so wie wir es heute machen. Wir müssen jeden Tag immer wieder sagen, es ist an der Zeit, legalisiert. Danke. Vielen Dank, Halina Wawrzyniak von den Linken.